Willkommen, Freunde, zurück zur Pokémon Feuergrüne Edition. Und, ja, es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Okay, hier können wir nichts runterschmeißen. Ja, Stärke will ich einsetzen. Hier drücken wir mal die Dinger hier weg. Hier kann ich auch nichts mehr verschieben in das Loch. Hier vielleicht. Der Felsen lässt sich nicht mehr bewegen. Okay, hier können wir auch nichts machen. Oh Gott, schon wieder ein Pokémon. Ein Schneepika Level 6. Ja gut, Aquaknarre. Hilft das noch? Ja, kritisch. Oh, ja, One Hit. Perfekt. So will ich das haben. Ja, nicht mehr bewegen. Oh nee. Mann. Ein Merrill Level 10. Brauche ich auch nicht. Geh weg. Hier weg, weg. So. Oh Mann. Jetzt aber, hör auf. Habe ich eigentlich noch Schutz oder so? Wenn ja, wäre das sehr gut. Oh nee. Nee, du. Ist mir zu riskant. Aber jetzt komm schon, kein Pokémon mehr. Und ja, das geht noch. Toll, jetzt sind wir wieder hier unten, ne? Okay, irgendwie müssen wir hier raus. Obwohl, ja, das sieht einfach aus. Man muss nur eben ein bisschen denken, ne? So, so, so. Perfekt. Geschafft. Okay, hier geht's hoch. Noch weiter höher. Hier ist ein Ausgang, glaube ich, oder? Wie jetzt? Vital City? Und deswegen habe ich jetzt die ganzen Eisrätseln gemacht. Ey, das ist doch Beschiss. Leute, das ist Beschiss. Ja gut, dann gehe ich erstmal mal meine Pokémon heilen. Und boah, der Nachbar, Alter, der hämmert gegen die Wand wie so ein bekloppter Hund. Mann, Mann, Mann. Ja gut, dann gehen wir mal zu Professor Eich. Hey du! Du kannst hier nicht durch. Wie... Okay, jetzt dürfen wir auch nicht aus der Stadt rausgehen. Ja gut, dann gehe ich mal zu Team Shocket Hauptquartier. Wo war das nochmal? Hier irgendwo? Da, genau. Da, sie war es. Sie ist einfach hier eingebrochen und hat uns mit ihrem Pokémon angegriffen. Komm mit uns, du bist verhaftet wegen Hausfriedensbruch. Wait, what? Nee, oder? Okay, jetzt bin ich verhaftet und ich bin im Knast oder was? Geil. Ey du, kommst hier nicht rein. Rein? Ja Mann, Schuhe Arsch, Hose Arsch, Gesicht Arsch, alles Arsch. Du kommst hier nicht rein. Aber ich will doch gar nicht rein. Ich will raus. Raus ist rein in Freiheit. Also brauchst du draußen aus der Freiheit. Also bleibst. Ja, sehr geil, meiner Meinung nach. Das ist, nachgemacht von der Kaya Yana-Show da, was guckst du, genau, so hieß das. Vielleicht? Los, Shiggy! Shiggy, zurück! Okay, sie macht das alleine, ich mache hier gar nichts. Okay, jetzt kann ich wieder steuern. Hast du was zu sagen? Sag mal, geht es nicht gegen die Ehre von Team Shocket bestochen zu werden? Ach was, alle Menschen sind bestechlich. Das sagte auch schon die Biene zur Wespe. Verstehe ich nicht. Oh, ein Pokéball. Maike findet VM Surfer. Geil. Oh oh. Hey! Du darfst doch nicht einfach die einfach Sachen nehmen. Doch, sonst komme ich von der Insel nicht mehr runter. Ach so, na dann. Viel Glück bei deinem Ausbruch. Nicht dein Ernst, oder? Du siehst der Gefangenen oben ziemlich ähnlich. Nein. Wir kommen in der Polizei. Ich kann nicht mehr lesen, Leute. In der Polizei, genau. Nein. Willkommen im Polizeihauptquartier. Okay, ich gehe mal hier raus. Port
Was? Da hat irgendwas gestanden. Ich war zu langsam. Port Krosang. Okay. Sieht schön aus hier. Okay, mit einem Leuchtturm. Kann ich hier rein? Leuchtturm. Zutritt verboten. Nö. Aber schöne Bäume hier. Gibt es hier vielleicht was an diesen Steinen, Items oder so? Weil ich habe gelernt, bei Pokémon immer die Steine überprüfen. Nö, hier scheint nichts zu sein. Also so ein Riesenfelsen hat bestimmt nichts, aber so kleine Felsenbröckchen hier müssten was beinhalten. Ja gut, hier gibt es anscheinend wirklich nichts. Ja gut, okay. Da, nein, nö, Okay, dann müssen wir wirklich Surfer lernen. Hier Beutel. Hier. Schneider, Stärke, Surfer. Surfer kann nur Shiggy lernen. Das machen wir auch. Ja, welche Attacke kannst du vergessen, mein Freund? 95 Stärke, das ist sauber. Ja, komm, Blubber kann weg. Ach, geil. Okay, da kommt nicht die Anfrage, ja, willst du überhaupt schwimmen und so Zeug? Man wird ohne zu fragen schon ins Wasser geschickt. Oh, Superschall. Nicht gut. Jawohl, Tackle hat das gepackt. Ja gut, dann werde ich meinen Taubsi gerne trainieren. Hier, nicht Start, sondern Tauschmann. Umklammerung. Oh Gott, Giftstachel auch noch. Hier frisst Windstoß, Alter. Ja, perfektes Training. Hier sind die Pokémon auf Level 10, Mann. Und mein Taubsi ist gerade mal Level 12. Also, es sollte schon ein sehr gutes Training sein. Sowohl für Schneepika als auch für Taubsi. Und warte mal. Hier. Ja, Schneepika hat ein Level abbekommen. So mag ich das. Ich glaube, ich trainiere weiter. Und, oh Gott, der Nachbar geht mir so auf die Eier gerade. Mensch. Okay, hier Tackle und so können wir machen. Hier frisst Tackle, oh Gott, Umklammerung. Bitte lass mich noch tauschen. Oh, kein Status. Ja, okay, da haben sie einen Fehler gemacht. Normalerweise kann man bei einer Umklammerung nicht mehr, oder war das bei Wickler? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das war bei Wickler. Bei Wickler konnte man keinen Tausch mehr machen. Oder war das bei Umklammerung? Ich weiß es wirklich überhaupt nicht mehr. Und ein Level-Up für Taubsi. Sauber. Okay, ich suche mal hier gerne ab, weil... Okay, hier sind ein paar Boote. Sieht interessant aus. Hier, Schneepika hat schon wieder fast ein Level-Up. Oh Gott, nö. Superschall. Ja, selber verletzt. Genau sowas mag ich überhaupt nicht. War kein Status, Mann. Och nö, Giftstachel. Ja, hier Surfer. Oh Gott. Hier frisst Surfer. Nicht effektiv, aber trotzdem kritischer Treffer. Immerhin etwas. Hier frisst Stärke, Alter. Ja, Bams. Und Schneepika ist wieder Level up. Okay, was gibt es hier? Boote, Boote, Boote. Ganz viele Boote. Okay, hier können wir irgendwie reisen. Nö, überhaupt nicht. Moment mal, ich will mal auf die Karte schauen. Ja, jetzt. Mount Kesmi. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Mount, wahrscheinlich ein Berg halt. Maike findet Aufwecker. Können wir auch gebrauchen. Ich meine, falls mein Pokémon wieder einpennt. Ah, okay. Eine Arena? Wirklich? Können wir jetzt unser Arena-Kampf machen? Können wir einen Orden sammeln? Oh, Gott sei Dank, ein Poké-Center. Ja, hallo, will heilen. Danke. Irgendwie nervt mich dieses Zwitschern beim Heilen. Ich bin letztens einfach mal aus Neugier in das Haus ganz rechts gegangen. Dort bekam ich den Schock meines Lebens. Okay, ganz rechts ist ein Haus. Welches meint sie denn? Dieses wahrscheinlich, oder? Port Krosang Etablissement. Gehen wir mal rein.
Aua, pass doch auf. Hey, sind Sie nicht Takiros Mutter? Nein. Warte mal, wohin bist du gegangen? Hallo? Okay. Ich will mal gucken, was da jetzt ist. Minderjährige haben hier nichts zu suchen. Oh Gott, nee, oder? Ein Strip-Schuppen oder was? Ja, toll. Okay, was haben wir hier? Ich liebe die Farbe Orange. Das ist der einzige Grund, warum ich hierher gezogen bin. Sicher, dass das der einzige Grund ist? Ja, das liegt nur an der Farbe und hat nichts mit meiner Freizeitgestaltung zu tun. Du gehst doch auch ins Strip-Schuppen, Alter. Okay, was haben wir hier? Nix, da. 21 ist nur die halbe Wahrheit, das wissen wir ja. Ich liebe den Bau für das Poké-Center in dieser Stadt faszinierend. Leider hatte ich nicht genug Geld für das Obergeschoss. Ja. Achso, er hat's finanziert. Boah. Ja, lesen funktioniert auch nicht mehr, ne? Okay, was haben wir hier noch alles? Mit der haben wir geredet. Ja. Also ich will euch alles zeigen, was man eigentlich zeigen kann. Da das Spiel sehr witzig ist, meiner Meinung nach. Mein Enkel ist Trainer. Genau wie du. Sie trainiert Pokémon. Genau wie du. Denn sie ist Pokémon-Trainer. Genau wie du. Hätte ich nicht gedacht. Oh Gott, so, also alte Menschen sind wirklich gar nur so, also uncool. Hast du was zu sagen? Ich muss dringend aufs Klo, aber bei Pokémon-Grafiken gibt es keine Toiletten. Wenn ich Nintendo in die Finger kriege. ja, stimmt, wirklich. Bei Nintendo gibt es keine Toiletten. Beziehungsweise bei Pokémon gibt es überhaupt gar keine Toiletten. Oh, hier haben wir einen Pokéball. Ja, Maike findet Schutz. Super. Ich frage mich eigentlich, warum wir überhaupt am Anfang... Oh, noch ein Pokéball. Ja, ein Pokéball. Ich frage mich, warum wir am Anfang einen Charakter erstellt haben. Ich meine, wir spielen ja die ganze Zeit hier nur Maike und nicht Takiro, Mann. Das ist doch... Naja. Was steht hier? Betreten des Schalters verboten. Hihi. Hoffentlich habe ich nichts kaputt gemacht. Ein Fettsack. Oh nein, du hast doch nicht etwa den Schalter gedrückt. Jetzt wird die gesamte Welt untergehen. Du bist schuld. Okay. Ja gut. Ja, okay, du liebst Orange. Ja, genau. Deine Freizeitgestaltung interessiert mich ein Scheiß. Ja, was gibt's hier noch? Hier haben wir den Pokéball bekommen. Okay, ich gehe mal hier runter. Vielleicht gibt es hier noch was im Pokémon Center. Ja, Pokémon Center, genau. Ho, das war knapp. Entschuldige, ich hätte besser aufpassen müssen. Willst du zum Arenaleiter? Er ist momentan nicht da, aber vielleicht kann ich dir helfen. Nein, danke, ich habe kein Interesse an Orden. Mein Ziel ist bloß, das E und die Pokémon zurückzuholen. Hä? Nicht so wichtig. Was? Tut mir leid, ich heiße Fabian. Also, ich habe also kein E, das ich dir leihen könnte. Oh, schade. Aber ein netter Freak. Ja gut. Gibt's hier irgendetwas an den Booten oder so? Hier ist nichts. Und da unten? Nö, auch nichts. Vielleicht hier an der Seite irgendwie? Nö, sieht nach nichts aus. Ja gut, dann würde ich gerne meine Pokémons hier weiter trainieren. Ein Tentacher Level 7, genau. Nein, Level 8. Ah, wir haben Donnerschock gelernt. Ach so. Ja, jetzt können wir mit Pikachu alleine trainieren. Das ist sau gut. Richtig gut. 112 Erfahrungspunkte. Oh ja, und wieder Level 8. Ja, wieder Level 8. Level up, Mann, Takiro. Lern lesen. Was haben wir hier? Level 10. Packen wir auch locker. Hier, paar Mal Donnerschock. Oh nee, Superschall. Ich hasse das. Komm, aber das packst du.
Du Vollidiot, warum haust du dich? Ja, ich wurde verwirrt. Hä? Kann man nicht Superschall bzw. ja, einfach Superschall nur einmal benutzen? Ich meine, da ist man ja schon verwirrt. Und wieder ein Level up. Wir sind Level 9 geworden. Boah, das geht sau schnell mit dem Level hier. Da, 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 da. Okay, hier scheint es überhaupt nichts zu geben. Ein Tintara Level 10 wieder. Mit meinem Pikachu Level 9 schaffen wir das locker hier. Zack. Wann lernt Pikachu nochmal Donnerblitz? Ich meine, Donnerblitz ist ja etwas stärker. Komm, reicht das wieder? Ach nee. Aber leveln geht hier sau schnell. Das gefällt mir sehr. Komm, Level 13 packen wir. Packen wir. Also nicht unser Gegner, ja, der packt das immer. Aber ich meine, mein Pikachu soll Level 13 packen, Mann. Na los, komm, Donnerschock. 140 Erfahrungspunkte und Level 10. So gefällt mir das. Level 10 sollte reichen. Wieder aufbauen? Nö, können wir nicht benutzen. Schade. Schade, schade. Ja gut, mich würde es aber interessieren, was es da oben gibt. Ich meine, da oben ist ja auch ein Weg. Was haben wir hier? Ach, da! Die beiden schon wieder. Hey, Maike, du musst mir unbedingt helfen. Tekiro hier geht mir langsam auf die Nerven. Ständig verfolgt er mich. Kannst du nicht mal um ihn kümmern? Warum, frage ich überhaupt? Natürlich willst du. Beziehungsweise, ich will, dass du es willst. Ende der Diskussion. Na toll, was will ich mit Tekiro? Bist du zu irgendwas gut? Seht, dort ist sie! Schnell, schnappt sie euch, bevor sie mit ihrem Shiggy davonfliegt. Aber Shiggys können doch gar nicht fliegen. Das schon. Es ist ein Zauber-Shiggy. Oh nein, sie hat einen Zauber-Shiggy. Schnell, in Deckung. Was zum... Egal. Tekiro, ich brauche kurz deine Hilfe. Versuch sie irgendwie aufzuhalten. Ja, das will ich sehen, wie ich das schaffe. Passt auf, ihr Polizisten. Ich habe einen Urmel aus dem Eis. Das macht euch fertig. Na, rennt um euer Leben. Ja, ich bin voll Boss und so. Ich habe die weggetrieben. Nein. Okay, ja gut, ich glaube, wir spielen uns, also Tekiro, überhaupt nicht mehr hier im Spiel. Schade eigentlich. Das ist bloß ein Stein. Hast du wegen seiner auffälligen Lage ein Item erwartet? Tja, Pech gehabt. Ja,